Tausende, die Fitness machen, schwören drauf. Sogenannte Wearables, tragbare Fitness-Messgeräte, sind bei den Hessen groß im Trend. Fitness-Armbänder, Fitness-Apps und die Smartwatch. Laut einer Umfrage nutzt ein Drittel der Deutschen über 14 Jahren die Fitness-Tracker, bereits zur Aufzeichnung von Gesundheitswerten und Bewegung, zum Beispiel Schrittzähler. Den Landesdatenschutzbeauftragten vieler Bundesländer bereitet das große Sorgen. Natürlich ist es so, dass diese Daten für Versicherungen interessant sein können, weil es ja Gesundheitsdaten sind, sensible Daten. Sie können für die Betreiber dieser Apps, die ja oftmals mit anderen Unternehmen zusammenhängen, interessant sein, das heißt auch für andere Geschäftszwecke. Täglich werden Milliarden persönlicher Informationen durch Fitness-Apps ins Internet eingespeist. Oftmals wissen die Benutzer das gar nicht, weil es in Bedienungsanleitungen nicht groß thematisiert wird. Die Datenflüsse müssten eigentlich in den Datenschutzerklärungen angegeben sein. Die sind aber oft so ungenau, so kompliziert, dass man es eben gerade nicht nachverfolgen kann. Manche funktionieren eben rein lokal, das heißt, es reicht, wenn sie auf dem Smartphone drauf sind. Andere funktionieren nur, wenn sie in der Tat mit der Cloud verbunden sind. Und dann ist es für den Nutzer ganz schwer, oftmals gar nicht mehr nachzuvollziehen, wo die Daten hingehen. Häufig sitzen die Unternehmen im Ausland. Eine Studie belegt, dass es bei den meisten Fitness-Apps und Geräten keine Information zur Datenlöschung und Speicherung gibt. Die Nutzer werden nicht einmal auf ihre Rechte hingewiesen. Und sie willigen oft ein, dass ihre Daten für Forschung und Marketing weitergegeben werden. Mit der Standortangabe können sogar genaue Bewegungsprofile erstellt werden. Herr Schreiber, wie schütze ich meine Fitnessdaten? Nun, die eine Möglichkeit ist, dass ich mich eben bei der App nicht als Sebastian Schreiber anmelde, sondern mir ein Pseudonym gebe. Dann findet man mich nicht so ohne weiteres in der Cloud. Das ist also eine Möglichkeit. Oder ich verbiete meiner App eben den Zugriff aufs Internet. Dann kann ich sicherstellen, dass eben Daten nicht hochgeladen werden. Aber der Spaß ist natürlich gerade für viele, dass sie das mit einer Community, mit einer Gruppe teilen, sich messen. Na klar, der Mensch ist ein Gemeinschaftstier, ein Sohn Politikon. Der Mensch will eben mit anderen Leuten was gemeinsam machen. Der will seine Erfolge teilen, der will sich mit anderen messen. Da muss man auch ganz klar sagen, wenn wir aus unserer Funktion komplett verzichten, dann fehlt auch so ein bisschen der Impuls, Sport zu machen und die Leute werden ungesünder. Aber wenn diese ganzen Daten, also wie viele Schritte die Frau Schick am Tag zum Beispiel geht oder wie viele Stockwerke, wer könnte mit solchen Daten was anfangen? Ja, zunächst mal sind die Daten sensibler, als man denkt. Also man kann rauskriegen, ob sie gesund sind, ob sie einen kontinuierlichen Lebenswandel haben. Man kann auch feststellen, wo sie sich aufhalten. Wenn sie also normalerweise immer zwei Treppenstockwerke laufen und dann zwei Wochen lang nicht, dann waren sie vielleicht nicht zu Hause. Das heißt, die Daten sind verräterischer, als man denkt. Könnte Versicherung interessieren. Könnte die Versicherung interessieren, vollkommen richtig. Möglicherweise für einen Arbeitgeber auch ganz spannend. Wenn der Arbeitnehmer krankgeschrieben ist, aber trotzdem trainiert, so stark wie nie zuvor, wäre das auch ein Indikator, dass da was nicht stimmt. Aber das kriegen die alle nicht mit, wenn ich eben das nicht teile, wenn ich nicht in Communities gehe. So ist es. Dann bin ich safe. Exakt, und dieses Teilen existiert, wird oftmals absichtlich gemacht. Die Leute brüsten sich ja damit bei Facebook oder in ihren Sportforen, dass sie eben die Woche 70 Kilometer gelaufen sind mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit. Das sind ja auch Daten, die von den Sportlern freiwillig preisgegeben werden. Und deswegen ist es sehr schwer für den Gesetzgeber, da einzugreifen. Herr Schreiber, wir fassen zusammen. Fitnessdaten am besten nicht teilen. Ja. Lauschende Puppen, die bändigen wir, indem wir sie am besten einfach gar nicht kaufen. Richtig, und beim voll vernetzten Haus achten wir darauf, dass wir eine Komplettlösung kriegen. Mhm. Herr Schreiber, viel erfahren. Bis zum nächsten Mal. Danke. Perfekt, bis dann.